Junge Leute gehen oft neue Wege, um ans Ziel zu kommen. Im Fall des Clara-Wieck-Gymnasiums Zwickau, einem von drei Gymnasien im Freistaat mit musikalischem Spezialprofil, hieß das, wie kommt man zu einer neuen Bekleidung für den Chor, da die alte schon ziemlich angestaubt und aus der Mode gekommen ist. Eine tolle Idee hatten an dieser Stelle einige Chormitglieder. Einen Namen über die Grenzen des Freistaates hinaus haben sich die Chöre des Clara-Wieck-Gymnasiums unter anderem mit Auftritten bei Classics unter Sternen gemacht. Die musikalischen Leistungen sind überragend, aber das Erscheinungsbild der jungen Künstler lässt mittlerweile zu wünschen übrig. Geld für die Anschaffung neuer Outfits steht derzeit nicht zur Verfügung. Um hier Abhilfe zu schaffen, hatten einige Chormitglieder eine tolle Idee. Seit einigen Wochen gibt es das Klavier für jedermann, welches sich direkt vor den Zwickau-Arkaden an einem stark frequentierten Platz befindet. Und da kam den jungen Leuten die Idee. Ja, wir wollen einen Flashmob machen und halt den Leuten zeigen, was wir im Clara-Wieck-Gymnasium so lernen. Wir haben halt Spaß im Chor und so und das wollen wir halt den Leuten hier in Zwickau zeigen. Wir wollen natürlich auch schön aussehen bei den Konzerten und es wäre halt schön, wenn einige Leute was spenden, weil wir fühlen uns natürlich auch gut, wenn wir die Kleidung dann anhaben und wissen, dass wir auch dafür was gemacht haben. Und es wäre halt schön, wenn Leute etwas spenden könnten. Um weiter Geld einzunehmen, hoffen die Schüler und Chormitglieder auch auf reges Interesse auf weitere Events. Außerdem steht das Herbstkonzert an von unserem Kammerchor und den anderen Chören des Clara-Wieck-Gymnasiums. Und dafür möchten wir etwas werben. Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, um die Leute eher zu diesem Konzert zu führen und so zu zeigen, was alles in Absicht steht. Dann heißt es jetzt, schnell Karten sichern für das Konzert am 28. September in der Lukaskirche. Weiter geht's dann mit dem Weihnachtskonzert, das dem Chor auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher bescheren wird. Der vergangene Samstag war sicher der erste Schritt in die richtige Richtung. Nun heißt es dranbleiben. Wer das Gymnasium in Form von Spenden unterstützen möchte, kann das unter der eingeblendeten Kontonummer tun.